So Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Runde LOLflakes. Die Alternative zu Cornflakes. Wer ist hier für Jokes verantwortlich? Bei Folge 37 war der Fake Fact Nummer 4, nämlich dass Azir und Sivir angeblich Geschwister seien. Sivir stammt lediglich aus der Blutslinie von Azir. Das habt ihr richtig erraten. Dicht gefolgt war allerdings Fact 15, nämlich dass das frühere Iconbild von Katus Passive ein Schaf war. In so einem Verbotsschild. Und das war wirklich der Fall. Und ich weiß leider nicht, wieso das so war. Wirklich nicht, aber es war so. Danke. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass in der Videobeschreibung unten der Link ist zur wöchentlichen Abstimmung. Weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Na, wir wollen gar nicht lange rumfackeln. Es geht jetzt weiter zum ersten Themenfact, nämlich Gangplanks Reworks Interaktion mit Items. Bitteschön. Hiermit kann ich sie zerstückeln. Diese Klinge hat Biss. Töten ist die einzige Art zu überleben. Blut führt zu noch mehr Blut. Immer gut, wenn man was zum Abstechen hat. Ich liebe es, wenn sie zucken. Nichts schneidet dreckiger als Bilgewasserstahl. In Blut und Galle geschmiedet. Zweiter Fact, auf der Robert Morrison Universität in den USA erhalten alle Studenten Rabatte auf Studiengebühren, Verpflegung und Unterkunft, wenn sie im League of Legends Team der Universität sind. Ja, auf der Universität gibt es ein LOL-Team und ja, wer da drin ist, ist der übelste Babbo. Balls von Cloud9 hat eine 100%ige Winrate mit dem Champion Rumble. Können wir mal sehen. Oktoberfest-Gragas trinkt Rengarbräu. Jetzt könnte man sich fragen, warum Rengarbräu? Wenn man sich den Comic anschaut, der mit dem Release von Oktoberfest-Gragas veröffentlicht wurde, sieht man dort an keiner Stelle Rengar. Meine Theorie ist, dass Rengarbräu eine Anlehnung sein könnte an das berühmte Oktoberfest-Bier Löwenbräu. Ja, wer schon mal auf dem Oktoberfest war, der weiß, dass es dort auch immer ein riesiges Festzelt von Löwenbräu gibt. Ein Bier, was es schon seit dem Mittelalter gibt, was in Deutschland nichts Unübliches ist, aber auf jeden Fall eine echte Tradition ist auf dem Oktoberfest. Oktoberfest Gragas, Rengarbräu Löwenbräu, Löwenbräu Oktoberfest und so weiter. Dyrus spielt gerne mit einem Kissen auf dem Schoß, weil es so bequemer ist. Gnars Name rückwärts, also Rang, verweist auf seinen Bumerang, der ja hinfliegt und zurückkommt. Ne? Name umgedreht, Wurfgeschoss auch umgedreht, komm zurück, so. Ja, nächster Fact. Ich hatte ja mal den Fact, dass wenn man mit Graves Nocturne mit seiner W abschießt, also dieser Rauchgranate, nichts passiert. Obwohl im Loading Screen ja immer der Tipp dafür, angegeben wird. Ich habe es jetzt normal ausprobiert und es ging. Wer sitzt jetzt im Dunkeln? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt so und damals ging es nicht. Und ich weiß es auch nicht und... Alter, das hat verschiedene Modi. In dem Sinn. Die haben sich den Fischen ausgesucht. In Nautilus Lore wird gesagt, dass dieser früher ein einfacher Seemann war, der dann von irgendetwas ins Meer gezogen wurde und dort verändert wurde. Wahrscheinlich haben Nymphen ihn unter Wasser gezogen, ihm einen Taucheranzug gegeben, einen dicken Anker und ihn dann in die Kluft geschifft. Was? Irelia und Cinch sind verfeindet. Irelia und Cinch sind verfeindet. Ich kann das nicht. Alter Vater, ey. Irelia und Cinch sind verfeindet, dadurch Cinch Erfindung ultra viele Ionia gestorben sind. Ah.
Nachdem Wild Turtle seinen ersten Account auf Level 30 gebracht hat, brauchte er nur einen Monat, um auf Diamond zu kommen. Travis Volibear George hatte die Idee zu Volibear. Travis Volibear, Volibear, Volibear. Also wenn man es auf Deutsch aussprechen will, Volibear. Volibear. Weiß ich nicht. Jedenfalls der Typ, George, hatte... Travis George. Also Travis George ist... Travis George ist Producer bei Riot Games und dieser hatte die Idee zu Volibear. Dankeschön. Zu einer weiteren Ausgabe der League of Draven Championship Series. Während Spielunterbrechungen in der LCS ist es den Spielern unter... Ich habe immer noch diese scheiß kleinen Haare in der Nase, Alter. Boah, das kribbelt. Ist es Spielern untersagt, miteinander zu kommunizieren. Kann ja sein, dass die da irgendwelche unanständigen Sachen dann sagen. Und das will der Technik-Dude nicht hören, der da wieder alles hinrichten muss. Herrichten! Der richtet her, nicht hin. Alter. Oh. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber es muss unfassbar beschissen aussehen. Denn, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, die Brille ist grün. Egal. Fact 14. Wenn ein Poro aufgeregt ist, stellt er seine Hörner auf. Wenn er jedoch traurig ist, hängen sie herab. Wenn Mundus Angriffe kritisch treffen, haut er mit seinem Kopf zu. Eigentlich ist das ein guter Grund für einen OP-Guide. Confirmed! Ja, das war eine weitere Runde Lifehacks. Danke nochmal an David, der mir stetig Brillen zukommen lässt. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Mein Favorit ist ja der hier. Er spiegelt wahrscheinlich ganz schön viel grün, aber weiß ich nicht. Ja. Das ist der Shit, ey. Da gibt es Videos, zum Beispiel ein OP-Guide und ihr kommt da auch zur Playlist der anderen Lifehacks. Ansonsten findet ihr mich da auf Social Media, wo ich immer ganz lustige Sachen poste. Schaut doch bei Leaktastisch vorbei. Das ist eine Facebook-Seite, mit der ich kooperiere, die andauernd und überall und immer LOL-Fakten posten, die sehr interessant sind. Ähnlich wie diese Sendung hier. Auf dem ersten sieht man besser. Was? Wer ist für die Jokes verantwortlich? Naja gut, das war eine weitere Runde. Selbe Welle, gleiche Schelle. Däumchen wären Träumchen. Daumen hoch, sonst breche ich sie. Reingehauen, reingeschauen, reingeschaut, reingeschauen, rein... Tschüss.